Moin Moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen zu einer zweiten, weiteren Folge von Sniper Elite 5 aus dem Hause Rebellion. Ich bin euer Gavin Bauch und ja, herzlich willkommen. Ja, in der ersten Folge haben wir gesehen, wie ja, Karl Fairborn an der französischen Küste landet, genauer gesagt am Atlantikwall. Und er soll ja in Frankreich die Resistance unterstützen. Im Kampf gegen die Nazis. Ja, und da waren wir ja auch ein bisschen weit. Und dann ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Man sollte ja vorher mal die Festplatte prüfen, wie viel Speicherplatz da ist. Und das System sagte mir ja noch nicht mal, dass der Speicherplatz voll ist. Im Endeffekt habt ihr jetzt eigentlich verpasst, nach der Sprengung von dem Radar, war ich dann hier rübergegangen, habe hier die Flakanlagen platt gemacht. Hab dann das Geschütz weggemacht. Das waren Nebenziel. Flakanlagen zerstören, suchen und zerstören. Und dann diese Anlage suchen und zerstören. Da hatte ich natürlich richtig Action, weil ich den Alarm ausgelöst hatte und dann überall ganz viele Einheiten kamen. Ich denke mal, das mit dem Alarm werden wir öfters sehen. Dann habe ich mich von hier oben runter gekämpft und ja, hier eine kleine Stellung ausgehoben. Bin runter, habe hier drei Leute erledigt und wir stehen jetzt hier. Rein theoretisch, ja, fehlt jetzt eine Dreiviertelstunde Gameplay. Es tut mir leid, aber wir fangen dann halt jetzt dementsprechend ein bisschen erweitert an. Also es gibt auf den Karten, beziehungsweise das Spiel bietet ja nicht nur die Hauptstory an, sondern auch viele Nebenquests, die man erledigen kann. Man muss sie nicht, aber es wäre vom Vorteil auch allein schon wegen dem Freischalten von neuen Sachen. Bevor wir jetzt richtig loslegen, nochmal der Hinweis. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Pre-Launch-Version ist oder schon die Vollversion, die ab dem 26. Mai für alle verfügbar sein wird. Ich darf euch zurzeit bis zu dem Release nicht alles zeigen. Ja, hauptsächlich betrifft es die Missionen. Das ist jetzt eine Mission. Der Atlantikwall ist ein Kapitel, ja, von mehreren. Also ihr könnt euch schon mal vorstellen, wie lang das hier tatsächlich dauert, wenn man wirklich alles wegspielen möchte. Und natürlich kommt es auch immer darauf an, welchen Schwierigkeitsgrad. Jo. Ja, dann weiter an die Arbeit. Meine nächste Mission ist Zerstören der Küstenverteidigung. Ne, die Verteidigungsanlagen zerstören, dann ist natürlich immer noch der lange Auftrag Todesliste mit dabei von dem Herrn Beckendorf, der sich hier in diesem Umkreis befinden soll. Mein aktueller Durchlauf wird jetzt sein, wir gehen hier rüber, werden uns dann hier diese Verteidigungsanlage vorknüpfen, werden dann diese erledigen, dann zum Aussichtspunkt nehmen oder diesen Aussichtspunkt einnehmen. Von da aus wandern wir dann munter flockig denn in die Stadt hinein. Ich hoffe, das schaffe ich in der angegebenen Zeit. Bevor wir jetzt losstarten, möchte ich meine Fertigkeitspunkte nochmal zuteilen. Diesmal gehen wir mal in den Kampf rein. Kampf für Rückenlage ist immer gut. Brauche ich zwei. Nehmen wir mal erstmal das Cardio-Training. Damit Karl nicht so schnell außer Puste gerät. Also wie gesagt, ursprünglich war es anders gedacht. Aber gut, kann ich leider nicht ändern. Ich habe nicht aufgepasst zu meiner Schande. Fehlt jetzt halt also dreiviertel Stunde Gameplay aus dem oberen Bereich. So, naja, dreiviertel Stunde, 50 Minuten etwa. Anyway. Geht jetzt also hier weiter. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, die Killcam-Einblendung ist auf hoch gestellt. Das bedeutet, ihr habt ja 5 Stufen. Ne? Ausschalten, gering, leicht erhöht, glaube ich, heißt das. Dann normal und hoch und dann noch, glaube ich, extrem. Hoch finde ich schon ganz nett. Die Killcam wird ja meistens dazu genommen, entweder wenn man mit der Pistole einen One-Hit-Kill macht, also vor allem einen Kopfschuss,
Schießen oder halt mit dem Scharfschützengewehr. Das ist dann, vielleicht sehen wir das ja gleich nochmal. Ich würde mal sagen, wir laufen mal. Nee, der Weg gefällt mir nicht. Da kommen wir auch nicht lang. Na, dann gehen wir hier lang. Da unten fährt ein Patrouillenboot. Kanonenboot. Ich habe noch gar nicht die Mission richtig ausgesucht. So, das ist die jetzt. Mal ganz kurz zum Kanonenbooten. Wollte ich mir nochmal angucken. Hatte ich bereits auch im ersten Video leicht vorgestellt. Unser Glossar, wo ihr alles nachschlagen könnt, was ihr wissen müsst. So, Kampf und so weiter und so fort. Das Kreismenü für die Waffen und alles. Sehr vorbildlich, schön designt. Gefällt mir extrem. Auch das allgemeine Level-Design ist sehr gut gelungen. Ja. Hast du vorhin diese Explosion gehört? Das ist jetzt keine, in Klammern, das ist jetzt keine Wertung, sondern meines Erachtens nur eine Feststellung. Ach die. Vielleicht haben die Briten ja einen Speer geschickt. Hoffentlich nicht. Ich will den Buttenkopf hier nicht beteiligen. Falls ja, liegt das Ding jetzt auf dem Meeresboden. Ja, stimmt. Wir sind schon nicht schlecht. Nimm das, Alliierte. Ja, so kann man zum Beispiel auch, die Position von anderen aufdecken, ne, indem man auf die Sinne vertraut und dann werden halt die Personen ja angeleuchtet. Habe ich den jetzt immer? Ne, ich habe keine Ultraschallkugeln mehr. Das ist schade. Dann muss ich mal schauen. Geht doch. Junge, mach nicht so einen Lärm. Wird eh gleich laut scheppern hier. That bunker's not going to be causing any problems for a while. But there's plenty more still standing. Das haben die anderen auch in der Stadt schon gehört. This SMG could do some damage. Hier unten kann man jetzt übrigens die Zeitkontrolle ein bisschen einstellen, wie schnell man es haben will. Und die Maus kann man auch bewegen dazu.
das war jetzt Ultraschallmunition, also die hat er eh kaum was. So, ich wollte jetzt noch kurz prüfen, ob es noch irgendwas gibt, was man hier mitnehmen kann. Oh, das war er schon. Cool. Stefan Beckendorf, the butcher of the local resistance. You're on my list, Beckendorf. Okay, das war schon mal die erste Batterie. Jetzt gehen wir mal zur zweiten rüber. Viel zu weit. Der Marschbefehl ist gar nicht mal so schlecht. Da konzentrieren sich die Einheiten wenigstens auf was anderes außer meiner Person. Das kann man nicht in die Luft sprengen. Wäre ja auch irgendwie zu geil gewesen. Okay. Dann platzieren wir das Ganze hier. Another bunker down. Nazis won't be able to repair it anytime soon. Den getroffen habe. Das müsste so passen. Man muss die Ballistik so ein bisschen beachten. Aber
Wenn man die Nullstellung auf 100 steht, auf 100 Meter bei 175, dann kann man davon ausgehen, dass man mit knapp einem halben Zentimeter drüber steht. So, Feinde machen Jagd, also die wissen definitiv, dass ich mich jetzt hier befinde. Long grass. It's a better place to hide. Und dann wechselt man einfach die Position. Ob jetzt noch einer kommt von denen? Da waren ja vorhin einige. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch einer direkt vorbeikommt. Hinter ist irgendwas. Müssen wir mal gucken. Am Strand umgucken, aber nee. Alles sauber. Nothing else to find. Sehr schön. Sehr schön. Junge. Aber jetzt nicht hier. Ach, da hinten. Okay. Och, je. Da ganz hinten. 200. Karl, echt jetzt? Jetzt habe ich ihn. Ach, der schleppt sich da gerade so durch. Ein bisschen gehetet, der Junge. Viel anrichten können die da nicht, schätze ich mal. Da hinten. Oder ist denn noch einer? Egal. Uiuiuiui, eine K98. Ja, nehmen wir erstmal die. Und
die hat einen Schalldämpfer vorne drauf. Das ist ja praktisch. Ich dachte, man könnte aber hier noch irgendwas freischalten. Tut man aber wohl nicht. Aber von hier aus hat man... Ups. Von hier aus hat man aber eine schöne Aussicht über die ganze Gegend. Die Entfernung, das wohl sein mag. 300. 400. Okay. Weit außerhalb der effektiven Range. Einmal probiere ich noch. Nee, das ist zu, eindeutig zu weit. So, kurze Kartenüberprüfung. Ja, ihr seht bereits, ich habe jetzt dieses, die Tötungsliste abgearbeitet. Also der war ja vorhin mit reingelaufen in den Kampf. Die letzte Küstenverteidigung muss ich jetzt noch zerstören und dann können wir weiter mit der Story machen. Wie gesagt, schade, dass ich das Gameplay mit dem Geschütz und den Flakanlagen ein bisschen verpennt habe, beziehungsweise nicht darauf geachtet hatte, dass halt ja das Aufnahmeprogramm nicht weitermacht, wenn kein Speicherplatz ist, aber auch noch nicht mal Bescheid gibt. Also rein theoretisch einen gewissen Leerlauf gehabt. Ach, da sind ja noch Gegner. Kann ich nicht hoch. Hier. Der denn da? So, auf in die Stadt. Ja, schon neu, aber hat nichts Neues für mich dabei gehabt. Flaschen mitnehmen. Clever. Ist aber einer nervös. Thank you.
hat mir gut gehittet gerade. Guess I grabbed everything useful. Da versteckst du dich. Ah, verdammt, wenn ich das hier mache, dann bin ich viel zu laut. Da ist er. Alles klar, jetzt haben wir ihn gesehen. Ich dachte, das wäre die ganze Zeit, das wäre der Aufklärer, aber. Ah, geht auch so. Ach, da oben sind die alle drin. Verstehe. Schön gemacht. Oh, Invasion. Beichtstuhl. Hier geht's hoch. I could use this sniper rifle. Schallgedämpft ist immer gut. Und hier oben hat man echt eine mega geile Pose hier. Musik.
Warum habe ich Hodentreffer kriege? Es geht doch noch. Die wissen aber noch nicht, woher es kam. Das ist. Der Kommandant ruft. Attention! Ja. Notre allié, Herr Beckendorf, mène des perquisitions maison par maison à la recherche de terroristes de la résistance. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le jeter. Junge, so einmal. Oh, ich muss ein bisschen lauter machen. Passt. Okay. Der Rest ist mir egal. Dann kann ich ja wieder absteigen. Unterlagen gab es ja hier nicht. Dürfte ja keiner mehr da sein. Ich kann doch nicht die MP40 aufnehmen. This will come in very useful. Räume sind sie auch nicht mehr. Ah, da ist es. Da ist ja der Tresor. Resistance were planning to raid an armory. I can finish where they started. Gut, da bin ich ja hier durch, bin wieder raus. So. Thank you.
dachte. Ganz fiese Nummer hier. Okay, einen habe ich schon mal gefunden. An dieser Stelle möchte ich nochmal unterstreichen, dass ich hier auf Normal spiele. Extrem gefährlich werden die Gegner erst dann, wenn sie halt zuhauf kommen. So, schon mal kein Alarm. Oh, die lassen es aber gut gehen hier. Alter Schwede. Luke and Gerard. Brave guys. Da komme ich nicht weiter. Das heißt, muss eh wieder hier runter. Er macht Geräusche. Das ist schön. Ja, nee, er dreht sich ausgerechnet dann um, wenn ich reinkomme. Was hat er jetzt davon? Wunderbar. Aber hier kann die Lunte lange brauchen, also muss ja auch irgendwie runterkommen. Das lässt sich fallen, Junge. Das war's mit der Stellung. That's all of them. Nazis are gonna have a hard time defending the beach now. Damn it. Nazis got here before me. I hope Marcel and the intel have survived. Oh.
Das kann man auch verlangsamen oder beschleunigen. Ein bisschen. Ja, dem. Hier war auch noch irgendwo einer. Der rumstreucht, aber. Ob wir ihn hierher locken können. Klettert er jetzt da über die... Ich mache mir jetzt mal einen Spaß draus. Kurz vor Schluss. Na komm. Das wird jetzt so der Kracher. Na, jetzt muss er mal irgendwann kommen. Der untersucht die Leiche und fliegt jetzt in die Luft, aber okay. Dann nicht. So, jetzt müssen wir mal die Umgehung umsuchen. Der hängt auch gut. Sehr schön. So. Damn Nazi cowards. You were a great man. Resistance documents have got to be in here. Charlie said the safe is under the floorboards. The safe's under the floorboards, just like Charlie said. Now to find Marcel and the key. Trail stops here. Must have climbed into the attic. Have to find a way up there. Dachboden? So hoch kann Karl aber nie im Leben springen. Moment. Ja, auch nicht mit der Attrappe. Ich dachte gerade vielleicht mit der Attrappe, aber... Achso. Ja. So geht das natürlich auch. Wäre ich jetzt auch nicht so direkt drauf gekommen, aber ja, tatsächlich. Da. Er kann ja klettern. Sorry, Marcel. Didn't get to you in time. Hope you still got the key to that safe. Oh yeah.
Marcel was storing resistance equipment in his attic. This would be a good time to rearm. Nicht tödliche Munition. Hallo? Na gut, man kann natürlich auch Gegner ohne zu töten. Ohne zu töten, umlegen. Auf Deutsch gesagt. Also nicht das Umlegen, sondern einfach nur ja, betäuben. Ach so, verdammt, müssen ja nochmal. Egal. Dann gehen wir noch durch das Fenster rein. Wir müssen ja die Bodendiele da rausnehmen. The safe, just like Charlie said. Let's see if the key opens. Still here. The Nazis never found it. Good job, Marcel. I'll see this gets to the right people. So. Jetzt? Okay, zum Ausgangspunkt. Das heißt, ich muss mich erstmal hier wieder durchschlagen. Ihr seht, wenn man die Sammelobjekte alle wirklich so akribisch sammeln möchte, dann geht das natürlich ganz schön auf die Zeit. Die Karten sind ja nicht sonderlich klein. Aber ich habe mit Karl ganz gut durchgeackert hier, die Gegend. Also. Oh. Den habe ich glatt übersehen und der hat mich auch nicht erwartet. Sehr schön. Da ist der Treffpunkt. Das sind hier noch Gegner. Ah, die können wir ablenken. Noch nicht. Alter, was seid ihr denn für taube Nüsse? Hallo? This must be the farmhouse Charlie told me about. Hope she got here okay. Der ist da oben. Zum Abschluss nochmal einen richtigen Böller oben reingeschmissen. Jetzt nicht so effektiv von der Lautstärke her. Wären hier noch mehr Einheiten gewesen, die hätten das. An FFI flag. Hope whoever left this lying around got away from the Nazis. Sonst noch irgendwas? Nö, nö, nö. Gut, dann würde ich mal sagen, können wir das Gebiet verlassen und die Mission Atlantik, weil. Ja, abhaken. Lass du Narren! Carl! You made it. We lost the sub. Did you see any survivors? We lost some good men. I'm sorry. Did you get the intel? This is Marie. She's part of a resistance network that operates further up the coast. If it wasn't for her, I'd be dead already. Nice to meet you. Did you get the intel? Told you. He doesn't do things by halves. There, you're done. I'd say to take it easy for a bit, but... But you've met me, yeah.
I wondered if I'd run into you. Been in France long? Almost from the start. Moved around a lot, staying one step ahead of Jerry. More than once, I've thought it would have been good to have you on my network. A native German speaker could have opened many doors. Oh, didn't I tell you? This one was born and raised in Deutschland, at least for a few years. I chose my side. You chose well. Right, we need to go. They will be looking for you. This tells us where to go next. That butcher, Moller, has a chateau not far from here. Look after this one. She reminds me a little of you. I will. You take care, Charlie. Mission fulfilled. Atlantic war targets neutralized. Primary exfil compromised. Multiple U.S. Rangers, KIA. Lieutenant Sullivan and surviving Rangers regrouping with resistance contact to await extraction. Status of Lieutenant Fairburn and Blue Viper unknown. Bletchley Park have intercepted the following. Die Widerstandsratten sind geflohen? Ich muss wissen, ob die Operation in Gefahr ist. Wenn die Alliierten Verdacht schöpfen, sind wir erledigt. Ich werde die letzten Vorbereitungen persönlich beaufsichtigen. Na. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war der Meinung, ich hätte nicht alles voll, aber gut. Immerhin. War jetzt auch ein ziemlich langer Ritt an der Mission, muss man ehrlich sagen. Ich denke, dieses Video geht jetzt auch schon länger, als ich eigentlich angesetzt hatte. Ja, ansetzen wollte. So. Aber gut. Anyway. Einsatzbericht. Ein Alarm ausgelöst. 40 Körper entdeckt. Ja gut, das ist ja Kollateralschaden. Entdeckungspunkte 62. 126 Kills. Zwei bewusstlose Weinde. Verschont markierte Feinde. Einer. Achso, das war der, der bei der Radarstation noch rumturnte. Der, naja gut. Spielzeit 140 Minuten. Mittel. So, und das ist dann wohl Lautstärke. Alles klar, ich bin absolut tödlich, aber auch so ein bisschen laut. Naja. Kann man so sehen. Gut. Bevor wir jetzt diese neue Mission anfangen, würde ich sagen, das kommt in einer, ja, in einer nächsten Folge von mir, euren Gamebauch. Hier zum Spiel Sniper Elite 5 erhältlich ab dem 26. Mai 2022 für, ja, für alle gängigen Konsolen, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S, ja doch. Und natürlich auch Teil des Xbox Game Passes. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dass wir jetzt eine kleine Lücke an zwei, drei Nebenmissionen hatten. Ist egal, ihr habt trotzdem hoffentlich Fun gehabt mit mir, da ein bisschen sich durch die feindlichen Reihen zu kämpfen. Und mal schauen, was die nächste Mission bringt. An dieser Stelle nochmal, ja, erwähnt, dass das Ganze noch ja, Pre-Release ist. Ne? Also, wenn man... Gut, Fehler habe ich jetzt nicht direkt entdeckt, aber es ist schon so relativ gut Fehler. Also es ist soweit fehlerfrei, wie ich es gesehen habe. Also von daher muss man sich eigentlich nicht verstecken. Und wie gesagt, ich betone nochmal, hier ist jetzt alles wertungsfrei. Es ist einfach nur ein Gameplay. Und Wertungen kommen nach dem 26. Mai, speziell eine kleine Vorstellung, schätze ich mal. Und natürlich die Review auf eprison.de. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst doch ein Like, am besten auch ein Abo, wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt. Schaut bei Twitter vorbei, habe ich unten alles in die Kontakte verlinkt. Bei Twitter versuche ich euch noch ein bisschen akribischer ja, am Ball zu halten, am, ja, auf dem Laufenden zu halten. Und sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Euer Gamebauch. Bye, bye.